Marco, hallöchen. Willkommen zu einem neuen Video von uns. Und zwar zu unserer größten Überraschung, die wir bisher überhaupt gemacht haben. Und zwar hat sich die Selina bei uns gemeldet. Und die hat ihren Job verloren, weil ihr Auto kaputt gegangen ist, das sie erst relativ neu gekauft hatte. Wollte eigentlich ursprünglich ihren Kindern eine Freude machen. Und wir haben uns gedacht, wie können wir der Selina am allerbesten helfen? Und es ist ganz klar, wenn wir ihr ein neues Auto kaufen. Und jetzt sind wir gerade unterwegs, ein paar Autohändler abzuklappern und zu schauen, ob da ein Auto für sie dabei wäre. So, wir sind jetzt beim ersten Autohändler angekommen. Es geht hier um den Renault Clio. Den schauen wir uns jetzt mal kurz an, machen eine kleine Probefahrt. Der Motor läuft schön rund. Ja, also wirklich, ich meine das selber ernst. Ja, machen wir Scheibenwischer an. Okay, das läuft auch. Der TÜV ist ja neu. Das wäre natürlich schon mal sehr gut. In meinen Augen fährt sich das Auto echt gut. Das ist ein super Auto für das, was sie braucht. Sie muss zur Arbeit kommen, sie muss ihr Kind in die Kita bringen. Und dafür ist es perfekt. Was machen wir jetzt? Das kaufen wir, oder? Ja, das nennen wir. Ich habe noch nie ein Auto gekauft. Ist schön. Da haben wir ja einmal einen Kaufvertrag. Könnt ihr euch gerne durchlesen. We got it. Ich habe mein erstes Auto gekauft. Auto gekauft, morgen um 11.30 Uhr holen wir es ab und dann gehen wir die Selina überraschen. Ich sitze gerade in Selinas neuem Auto, was sie noch nicht weiß. Fahren ist zu Selina, werden das Auto ihr übergeben, sie damit überraschen und im Kofferraum noch eine Switch platzieren für die Kinder, die es dann hoffentlich auch freuen. Dann hat die ganze Familie was für sich. So, jetzt hoffen wir, dass die Überraschung glückt. Hallöchen. Hallo. Hi, ich bin Erik. Selina, hi. Hallo Mia, Marc. Hallo. Hallo. Toll, dass du dich bei uns gemeldet hast. Seid ihr jetzt auch nicht in der einfachsten Situation. Ihr habt ja das Auto, ist ja kaputt gegangen, wo ihr relativ neu gekauft hattet, oder? Ja, es war schon gebraucht. Also ja, klar. Auch, dass es viele Macken haben wird, aber der Verkäufer sagte halt, ja okay, wir kriegen das hin, ne? Wir machen das alles fertig, ja. Bis zum TÜV und so. Und dann ist aber komplett Ausfall gewesen. Dadurch, dass das Auto weggefallen ist, habe ich meine Arbeit verloren, weil die beiden waren eigentlich in Siegen, in der Schule und im Kindergarten. Aufgrund dessen, dass dann das Auto weggefallen ist, konnte ich die beiden nicht mehr zur Schule und Kita fahren. Und dann war halt für sie kein Kita-Platz mehr da. Sie hat die Schule jetzt wechseln können. Jetzt haben wir gerade gestern die Rückmeldung bekommen, dass wir ab 1.8. einen Kita-Platz haben. Boah, super, ja. Also das geht dann auch. Ich habe was im Auto vergessen. Ich muss ganz kurz noch mal raus. So, gehen wir mal raus. Und da kommt die Überraschung auch schon. Okay. Weißt du, was es ist? Ja, ein Auto. Ein Auto? Ja. Wir haben gedacht, weil ihr mit dem Job so Probleme habt, wir helfen dir aus und haben dieses Auto jetzt vorher gekauft. Ernsthaft jetzt? Ja, ernsthaft jetzt. Krass. Schatz, hast du das gerade mitbekommen? Was? Die haben ein Auto für uns gekauft. Das Auto, der Renault Clio, der gehört euch. Ich bin definitiv durcheinander. Du hattest ja auch gesagt, dass du eben den Kindern auch eine Freude machen willst. Die haben jetzt da nicht speziell viel Freude. Aber wir haben noch eine Kleinigkeit im Kofferraum. Könnt ihr mal vielleicht zusammen den Kofferraum öffnen? Wow. Geil. Ich bin voll sprachlos. Ja, ich weiß gerade auch noch nicht, was ich sagen soll. Das ist mega, weil, wie gesagt, der andere Kita-Platz, den wir jetzt direkt hätten haben können, der wäre in Ostfelden gewesen. Das ist halt ein paar Meter. Und so ist das viel einfacher. Da kann ich auf jeden Fall. Nee, krass. Einfach danke. Vielen Dank. Ihr seid wirklich so tolle Menschen. Und wie gesagt, habt jetzt halt einfach gerade eine schwierige Phase. Und das ist doch schön, wenn wir euch irgendwie unter die Arme greifen können. Das mega. Und wir können einkaufen fahren. Und wir können zum Beispiel von mir einen Freund abholen oder sowas. Genau, und wir können ins Schwimmbad fahren oder sowas. Oh. Okay. Ja. Ja, schön. Ich kann auch voll verstehen, wenn es jetzt ein bisschen überwältigend ist im Moment gerade oder überfordernd, aber. Wie sieht's denn aus? Wollt ihr mal kurz eine kleine Probefahrt machen? Habt ihr da Lust drauf? Ich hätte damit echt nicht gerechnet. Mir war es halt wichtig, den Kindern eine Freude zu machen. Und jetzt kommt ihr hier an und macht uns allen eine Freude. Das ist krass einfach. Vielen, vielen, vielen Dank. Wirklich. Ja, dann machen wir eine Probefahrt, oder? Heftig, ne? Das ist voll die Überraschung. Ich hätte damit niemals gerechnet. Aber auch dann zwei Sachen gleich. Das Auto, das Spiel und die Nintendo Switch. Und weißt du, was jetzt alles, was wir jetzt alles machen können? Die Mia kann zum Kindergarten, die Mama kann wieder arbeiten gehen. Hammer. Du ahnst echt gar nichts. Aber null. Vor allem dieses, ja, wir kommen euch mal besuchen, wir wollen euch gerne kennenlernen. Dann plötzlich kommt das Auto von dir. Das wird uns kein Mensch glauben. Deswegen haben wir ja alles auf Video. Das wird uns echt keiner glauben, wenn wir das erzählen. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich zu verfahren. Eben, wie gesagt, bei dem ist wirklich das Gute, dass der jetzt erst vor 2 Monaten TÜV gemacht hat. Ja. Das heißt, da hat man jetzt auch erstmal Ruhe. Freut ihr euch über die Nintendo? Ja.
Die Nachbarskinder, die haben alle eine Switch. Und deswegen waren sie der Meinung, sie müssten sich eine wünschen, weil es ist ja viel cooler, wenn man dann spielen kann und mitreden kann. Ne? Müsst ihr euch irgendwas zurückgeben? Natürlich habe ich nichts, aber ich würde gerne dieses Help Your Smile, euren Instagram- oder TikTok-Account, würde ich als Aufkleber machen. Würde das bei mir ins Auto machen, also bei uns dann das Auto machen, um für euch ein bisschen Werbung zu machen, dass mehr Leute kommen, dass mehr sehen. Und ich würde euch gerne auch ein paar zur Verfügung stellen, wenn ich die fertig habe, wenn das für euch in Ordnung ist. Weil es ist halt gerade so das Einzige, was ich irgendwie halt zurückgeben kann oder so. Das ist super, das können wir wirklich sehr gut gebrauchen. Dann machen wir das. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Es freut mich, wenn wir euch eben helfen konnten. Ja, von mir auch. Und nochmal toll, dass ihr euch gemeldet habt. Dankeschön. Sehr gerne. So, wir sind jetzt wieder am Zurückfahren, um die roten Nummernschilder abzugeben. Die Überraschung hat sehr gut funktioniert. Die haben sich mega gefreut, können das Auto brauchen. Wir kriegen von denen auch noch Updates in Zukunft, wie das mit dem Auto läuft und insgesamt in der Familie. Und ja, wenn auch du jemanden kennst, dem du eine Freude machen willst, melde dich einfach bei uns, liked und kommentiert das Video, damit wir weiterhin so Content produzieren können. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video.